Ja, hallo und herzlich willkommen zu meiner Reaktion auf meine Zweitliga-Prognose aus dieser Saison. Ich bin sehr gespannt, was in dieser Reaktion passieren wird und wie ich die Spiele getippt habe. Prognose für die Saison Und damit startet das Video 2023-2024. von mir selber. Nochmal vorab, bevor wir direkt in die Prognose reinstarten, das Video ist in Form von Ausstellung präsentiert. Ich zeige also immer den 18. Platz, dann die Ja, steht Ausstellung auch von dem interessant. Verein, beim 17. dann die Ausstellung von dem Verein und so weiter. Und diese Ausstellungen können natürlich auch anders aussehen, aber das sind die Ausstellungen, wie ich sie aktuell ausstellen würde. Und somit wünsche ich euch dann viel Spaß bei dem Video. Fangen So, wir direkt mit jetzt bin ich meinem Platz gespannt. 18. Und da habe ich den V. Gut. Es fängt sehr, sehr gut an. Also, den ersten Tipp von mir habe ich schon mal richtig. Der VfL Osnabrück ist erwartbar abgestiegen. Und ja, ich habe es richtig getippt. Schon mal gut. Ja. VfL Osnabrück. Aus ganz einfachen Gründen. Sie haben zum einen Sehr, ihren sehr gut. absoluten Topscorer verloren mit Sima Kala, der ablösefrei zu Holstein Kiel gewechselt ist. Sima In der letzten Kala, da gucke ich mal schnell Drittligasaison nach konnte für er mit euch, 19 wie der Toren und gespielt hat in 11 dieser Vorlagen Saison. 30 Scorerpunkte sammeln. Und mit Sven Köhler hat man auch einen seiner wichtigsten Spieler verloren. Er ist für 750.000 nach Dänemark gewechselt. Sven Köhler konnte man sehr gut ersetzen mit einem Talhammer vom Absteiger Jan Regensburg. Aber in der Offensive, finde ich ehrlich gesagt, konnte man sich noch nicht so richtig einen perfekten Ersatz für Sima Kala holen. Genau, Sima Kala, ich habe jetzt eben schnell nachgeguckt währenddessen und ich konnte mir schon denken, ich hätte doch was von ihm gehört, hätte er gut gespielt in dieser Saison. Ich hatte den Spieler gar nicht mehr auf dem Schirm und das auch zu Recht, weil er hat in dieser Zweitligasaison 18 Spiele gemacht und konnte dabei ein Tor erzielen und er hat, glaube ich, noch nicht mal wirklich viel Stamm gespielt in diesen 18 Spielen, also nicht viele Spiele und im DFB-Pokal kam er auch auf zwei Spiele ohne Scorer und hat kein einziges Mal Startelf gespielt, also dadurch fehlt er mir nicht mehr so über die Saison ein und ich wusste jetzt auch nicht mehr, was er gemacht hat. Und weiter geht's. Im Tor wurde mit Lennart Grill auch ein sehr, sehr guter Transfer getätigt, aber auch der wird den Abstieg in meinen Augen nicht verhindern können. Platz Nummer 17 habe ich Elversberg. Sie konnten relativ entspannt. Ja, gut, schlecht gealtert. Elversberg ist Elfter geworden, aber sind wir mal ganz ehrlich. Jeder hat Elversberg so schlecht getippt, aber die Saison von Elversberg war wirklich ziemlich gut. Sie haben ja auch zwischenzeitlich im Aufstieg mitgespielt und sind jetzt punktgleich mit Schalke 04 als Beispiel mal. Also haben wirklich eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Saison Drittligameister werden und haben mit Nick Woldemade auch nur einen Spieler verloren, der ausgeliehen war von Werder Der Bremen jetzt bald letzte Champions Saison. League spielen Er darf. konnte 19 Scorerpunkte in der dritten Liga erzielen. Dafür neu kam per Laie vom VfB Stuttgart Fakir, also der perfekte Ersatz, eigentlich der 1:1-Ersatz. Ansonsten konnte man seine beiden Topscorer, Schnellbacher, der 20 Scorer erzielen konnte, und Rochel, der 27 Scorer erzielen konnte, behalten bisher noch. Und mal so am Rande, auch Fakir spielte keine sehr gute Saison. Also 17 Spiele in der zweiten Liga, dabei drei Tore, zwei Vorlagen, das ist okay, aber da habe ich mir von der Laie irgendwie mehr erhofft. Also ich hätte gedacht, dass er so auf 8 bis 10 Tore kommt und dann noch zwei, drei Vorlagen, aber naja. Und ansonsten hatte man auch keine großen Abgänge. Und somit denke ich, dass es nicht für den Klassenerhalt reicht, weil dafür ist der Kader noch zu schwach. Es Aber hat es reicht gereicht. für Platz Nummer 17. Nach Braunschweig geht in die Relegation. Das denke ich zu. Ja. Also ich glaube, ich bin euer Tippmeister. Ich habe wirklich keinen Plan, wie es weitergehen wird. Aber der Tipp war nicht komplett scheiße, aber auch nicht sehr gut. Also im Endeffekt wurde Eintracht Braunschweig 15. Aber bisher sieht es ganz okay aus. Osnabrück richtig. Elversberg ein bisschen gefailt. Ich bin jetzt bloß gespannt, wo ich Hansa Rostock habe. Das ist sehr interessant, aber Braunschweig war ja jetzt ja nicht so weit entfernt. Mindest. Letzte Saison wurden sie in der zweiten Bundesliga-Saison 15. So und wie sie diese konnten Saison sich jetzt auch. nicht Das extrem ist verstärken, sehr aber gut. haben auch nicht extrem wichtige Spieler verloren. Ein Uccia wird höchstwahrscheinlich bleiben. Letzte Saison in der zweiten Bundesliga 15 Scorer, 10 Tore, 5 Vorlagen. In der Defensive konnte man sich ordentlich verstärken mit einem Ivanov und einem Griesbeck. Und ansonsten ist jetzt nicht viel passiert, außer dass man seinen mitwichtigsten Spieler verloren hat mit Immanuel Pereira. Gut, Uca konnte auch daran nicht anstoßen. Er kam in dieser Saison auf 23 Spiele, konnte dabei drei Tore erzielen und zwei Vorlagen noch vorbereiten, noch zwei Tore vorbereiten. Und sein Vertrag läuft auch Stand jetzt aus und er wird den Verein wahrscheinlich verlassen.
Er ist für 750.000 zum HSV gewechselt. Aber ansonsten war es das eigentlich schon bei Eintracht Braunschweig. Dementsprechend denke ich, sie werden auf Platz 16 landen. Also den Klassenerhalt auf Platz 15 wird Wien Wiesbaden schaffen, die sich in der Relegation mit 6:1... Ja gut, ich werde ja zu jedem Verein einfach eben kurz was sagen, wie sie richtig abgeschnitten haben und so. So, Wien Wiesbaden jetzt auf Platz Nummer 16. Also ich habe Eintracht Braunschweig und Wien Wiesbaden halt vertauscht. Aber ich denke, das ist absolut gut eigentlich bisher. Also der einzige absolute Fail-Tipp bisher war Elversberg. Ich bin sehr gespannt, was nach oben hin passiert, weil ich denke, dass ich Schalke 04 auf jeden Fall sehr hoch getippt habe, wenn nicht auf dem Aufstiegsplatz. Eins gegen Arminia Bielefeld durchsetzen konnten. Bei ihnen gab es jetzt zwei wichtige Abgänge. Zum einen Hollerbach, der zu Union Berlin gewechselt ist. Da ist die Ablösung jetzt noch nicht so ganz bekannt. Was ich anfangs und Essel, gedacht hätte. Der für 800.000 zu Hannover 96 gewechselt ist. Für ihn kam neu Lasse Günther hinzu. Er wurde vom FC Augsburg ausgeliehen, ist 20 Jahre alt. Und in der Offensive ist man an sich ganz gut aufgestellt. Dann wurde noch ein Benitz ablösefrei geholt von Darmstadt 98. Und in der Innenverteidigung kam noch Matthiesen ablösefrei. Und ansonsten gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Die Ausstellung ist sehr stark, wie ich finde. An sich die Mannschaft ist sehr, sehr gut von Wien Wiesbaden. Und sie werden gerade so auf Platz 15 den Klassenerhalt schaffen. Ich finde die erste Überraschung bei meinen Tipps mit dem ersten FC Magdeburg die letzte... Wow. Also, ich hoffe, dass ihr das alle hier seht. Dann kommentiert bitte mal über meine Tipps. Ich finde sie tatsächlich sehr, sehr gut. Also, ich habe jetzt schon zwei Teams richtig getippt. Und bei zwei Teams habe ich mich einfach versehen. Also, die beiden Teams vertauscht. Also, bisher, wir sind erst bei Platz Nummer 14. Zwei Tipps schon richtig. Zwei Teams erst um einen Platz jeweils vertauscht. Also, das sieht bisher alles sehr, sehr gut aus, was meine Tipps betrifft. Und was ich mich gerade so frage, ich bin gespannt, wen ich als Breakout-Spieler oder Talent, ich weiß nicht, ob ich sowas in dem Video drin hatte, ich meine aber schon und ich könnte mir vorstellen, dass ich dann sogar Can Usun damals genannt habe. Da bin ich auch sehr gespannt. Saison 11. wurden, in dieser Saison denke ich, sie werden auf Platz 14 landen. Auf dem Transfermarkt ist da jetzt auch noch nicht so viel passiert. Sie konnten ihre beiden Topscorer bisher noch halten, mit Sheka, der 16 Scorerpunkte erzielen konnte letzte Saison. Und Atik, der bei 14 gelandet ist in der letzten Saison. Damit ist die Offensive enorm stark aufgestellt. Auch defensiv und im Mittelfeld ist das auf jeden Fall zweitligawürdig. Und somit denke ich, sie werden den Klassenerhalt halten können, aber werden im Abstiegskampf spielen. Platz 13 habe ich dann den ersten... Bevor wir da weitermachen, will ich jetzt eben nochmal die Scorer ansagen. Atik kam in 33 Spielen auf 4 Tore und 10 Vorlagen, was sehr, sehr gut ist. Und Sheka, da muss ich eben nochmal schnell nachgucken. Magdeburg, so, der gute Jason. So, da warten wir noch eben kurz. So, weil das finde ich immer noch interessant, wenn ich vorher Spieler so anpreise in diesem Video und dann gucken wir mal, wie die richtig performt haben. 22 Spiele, 1 Tor, 6 Vorlagen, ist absolut okay. Atik hat super performt, wahrscheinlich der beste Spieler von Magdeburg, Und jetzt sehen wir hier Platz Nummer 13, 1. FC Nürnberg. Sie wurden 12. Kann man nicht viel zu sagen. Ziemlich gut, würde ich sagen, wie ich es gewertet habe. Und den ich gerade auf der echte Platz 13 ist ja Kaiserslautern. Und ich glaube, die habe ich auf jeden Fall in der Top 10 drin. Und das, ja, naja, egal, weiter geht's. FC Nürnberg, in der letzten Saison wurden sie 14. In diese Richtung wird es in dieser Saison auch gehen. In sie genau diese Richtung ging es auch in dieser Saison. Sie haben letzte Saison die schwächste Offensive der zweiten Bundesliga und haben jetzt auch noch zwei Stürmer verloren mit Dua, der für 3 Millionen Can gewechselt Usun ist auf jeden und Juranov, der auch für 16 Tore kam in dieser Saison. Und Nürnberger ging ablösefrei zu Darmstadt 98. Damit hat man drei sehr wichtige Spieler verloren. Offensiv konnte man sich auch verstärken mit zum Beispiel einem Kastrup oder eine Laie von Hayashi, wo man auch eine Kaufoption hat, aber das sehe ich jetzt nicht als diese riesenoffensive Verstärkung. Da müsste an sich noch was kommen oder es wird relativ so sein wie letzte Saison, ein bisschen stärker. Oder es kam halt ein Spieler aus der eigenen Jugend namens Can Usun, der auf 16 Tore kam. Auf 16 Tore kam er, ja. In der Innenverteidigung konnte man noch einen Marcus und einen Jannis Horn ablösefrei verpflichten. Somit denke ich, es wird der relativ entspannte Mittelfeldplatz mit einem Abstiegskampf mit Platz 13 für den ersten FC Nürnberg. Platz 12 habe ich St. Pauli und hier könnte man... Oh, das tut weh. Okay. Ich nehme alles zurück, was ich vorher gesagt habe. Die Prediction läuft gut. Ich glaube, zu St. Pauli brauche ich gar nichts sagen. Das ist sehr gut.
euer Fußballexperte des Vertrauens. Das erste Mal an meinen Tipps zweifeln, ja, aber ich finde es nicht sehr unwahrscheinlich. Tipps. Letzte Saison wurde St. Pauli zwar Fünfter in der zweiten Bundesliga-Saison, ja, aber sie haben ihre beiden Topscorer verloren mit Daschner und Paccarada. Beide sind ablösefrei in die Bundesliga gewechselt und haben 30 Scorer ausgemacht von St. Pauli. Und ich finde, bisher wurden dafür jetzt auch nicht gerade guter Guess in deinem Kopf, hat aber nichts gebracht. Erst recht in der Offensive kam da jetzt nicht besonders viel hinzu. Und somit denke ich, dass sie sehr, sehr viel schlechter in dieser Saison spielen werden als letzte Saison und auf Platz 12 landen werden. Sie werden Ich denke, halbwegs berechtigte Prognose. Also mit der Begründung, dass halt die beiden Topscorer wegfallen, die 30 Scorer-Punkte ausgemacht haben. Aber ich glaube, auch keiner hätte damit gerechnet, dass beispielsweise ein Marcel Hartl so eine überragende Saison spielt oder auch andere Spieler. Ja, also schon ein scheiß Tipp gewesen von mir, also wie ich. Naja, aber ja, ich kann es noch halbwegs verstehen, wieso ich so getippt habe, aber weiter geht's. Relativ entspannt die Klasse halten, aber nicht wieder um den Aufstieg mitspielen. Saison Platz 13, diese Saison Platz 11, FC Hansa Rostock. Ich denke, sie werden relativ... Ja. Also ich bin froh, dass Hansa Rostock endlich kam, aber auf Platz 11, ja, gut. Wie ich darauf kam, ich bin jetzt mal sehr gespannt auf meine Begründung. Ich bin gespannt, den Klassenerhalt schaffen können. Sie konnten mit Kai Pröger ihren Topscorer behalten. Er konnte 16 Scorer in der letzten Zweit-Bundesliga-Saison machen. Man hat Topspieler hinzugeholt mit Kim Zombie, Vassiliadis und ein Hüsing zum Beispiel, der von Arminia Bielefeld ablösefrei kam. Damit hat man sich gut verstärkt und man hat jetzt auch keine extremst wichtigen Spieler verloren. Somit der relativ entspannte Klassenerhalt. Und Kai Pröger kam in dieser Saison in 30 Spielen auf 4 Tore und 2 Vorlagen und könnte vielleicht zum SV Darmstadt 98 wechseln. Halt für Hansa Rostock auf Platz Nummer 11. Platz Nummer 10 habe ich Holstein Kiel. Sie haben einen sehr wichtigen... Ja, okay. Cancelt mich einfach. Also am besten tippe ich gleich noch Fortuna Düsseldorf auf Platz Nummer 9. Das wäre es nochmal. Das wäre wirklich optimal. Ja, das läuft wirklich sehr, sehr gut. Ich bin sehr gespannt, wie ich in einem Monat die nächste Saison tippen werde aus der zweiten Liga, weil da werde ich wieder eine Prognose abliefern. Aber das ist wirklich überragend. Und ich hoffe, dass ich gleich zu Sima Kala sage, dass er der beste Spieler sein wird bei Holstein Kiel, der in der Saison nichts leisten konnte. Das wäre ja nochmal optimal. Gehen wir rein. Spieler verloren mit Fabian Ries, der in der letzten Saison 21 Scorer machen der auch konnte die Saison in der zweiten Bundesliga-Saison. Das muss man auf jeden Fall er sagen. Er ist ablösefrei zu Hertha BSC gewechselt. Mit Skribitski konnte man einen sehr wichtigen Spieler halten, zumindest bisher. 24 Scorer konnte er in der letzten Zweitligasaison machen. Und man hat sich auch noch stark verstärkt. Tom Rode wurde für ein Jahr von Borussia Dortmund ausgeliehen. Ja, der war richtig. Und Sima Kala zum Beispiel kam ablösefrei von... Und Sima Kala war, wie schon vorher gesagt, auch mit den Scorern ein überragender Transfer natürlich. Und ohne den wäre Holstein Kiel natürlich niemals Zweiter geworden. Und ich habe mich auch nicht um 8 Plätze versehen, genau wie bei St. Pauli sogar um 9 Plätze. Aber naja, weiter geht's. VfL Osnabrück. Man hat auch noch ein paar wichtige Spieler verloren, unter anderem ein Hauke Wahl und ein Alexander Mühling. Ein Finn Bartel zum Beispiel ist auch gewechselt, er war jetzt nicht mehr der wichtigste Spieler. Also kann man im Groben und Ganzen sagen, man konnte sich gut verstärken, hat aber auch ein paar wichtige Spieler verloren. Also denke ich, der perfekte Mittelfeldplatz mit Platz 10 ist... Oder der perfekte Aufstieg, wo man gerade so am letzten Spieltag nicht Meister wird, aber trotzdem ganz entspannt mit über 5 Punkten Abstand auf Platz Nummer 3 aufgestiegen ist in die Fußball-Bundesliga. Perfekt. Platz Nummer 9 habe ich den Karlsruher SC. Sie hatten bisher eine der... Ja, gut. Sie wurden Fünfter. Ja, finde ich, ist noch in Ordnung. Zwischen Platz 9 und 5 sind 7 Punkte Unterschied, aber ja, ist jetzt nicht gut getippt worden von mir, aber jetzt auch nicht katastrophal wie St. Pauli oder Kiel, weil das waren ja wirklich Schrotttipps und ich bin wirklich auf meine Top 3 gespannt. Interessantesten Transferphasen der zweiten Bundesliga-Saison haben auch schon 2 sehr wichtige Spieler verloren, mit Marius Gersbeck, der zu Hertha BSC gewechselt ist, und Tim Breithaupt, der zum FC Augsburg gewechselt ist für 2,5 Millionen. Dafür neu kam im Tor Brewisch von Sandhausen vom Absteiger und im Mittelfeld kam neu Burnic, ablösefrei vom 1. FC Heidenheim. Und ein Top-Transfer konnte man auch noch in der Offensive machen mit Lars Stindl, der ablösefrei vom Borussia Mönchengladbach kam, wo er letzte Saison in der Bundesliga 29 Spiele machen konnte.
Also Lars Schnindl, würde ich sagen, hat schon einen gewissen Unterschied gemacht, beendet jetzt ja auch seine Karriere nach dieser Saison. War nochmal, glaube ich, schön. Sie wurden Fünfter, ziemlich gut. Er konnte in 24 Spielen 4 Tore erzielen, 5 Vorlagen. Super Spieler, Legende. Schade, dass er den deutschen Fußball verlässt oder an sich den Fußball. Aber auch gleichzeitig würde ich sagen, das richtige Karriereende, was er getroffen hat jetzt. Dabei konnte er 8 Tore erzielen und auch noch 7 Tore vorbereiten. Und ich denke wirklich, dass der KSC eine der besten Offensiven damit hat in dieser Saison, da auch noch der Kapitän Marvin van Niekerk höchstwahrscheinlich bleiben wird. Letzte Zweit-Bundesliga-Saison 22 Scorer und auch noch der Top-Stürmer Fabian Schleusner ist auch noch da, letzte Saison 19 Scorer. Und somit denke ich, beim KSC ist sogar noch mehr drin als Platz 9, aber ich habe sie jetzt erstmal auf Platz 9 getippt. Es ist sogar noch mehr drin, habe ich ja auch gesagt. Und nochmal Vanicek für euch. Ich finde, es ist noch immer einer der überragendsten Zweitligaspieler, der seit langer, langer Zeit jetzt schon zweite Liga einfach spielt und noch nie wirklich so höher gespielt hat, obwohl ich mich immer frage, wieso wechselt er nicht mal in die Bundesliga oder so? Seit 2017 jetzt auch schon mal im KSC. Und in dieser Saison kam er auch schon wieder in 32 Spielen auf 10 Tore und 6 Vorlagen. Inzwischen ist er auch schon 31 Jahre alt geworden in diesem Monat. Aber ich denke mir immer, Vanicek könnte locker beim mittelmäßigen Bundesliga-Verein spielen. Zum Beispiel der FC Augsburg wird mir da direkt in den Kopf fallen. Oder jetzt im Wechsel nach Holstein Kiel oder St. Pauli oder sowas wäre absolut realistisch und wäre komplett passend. Aber er hat noch einen Vertrag bis 2027, wird wohl einer der größten KSC-Legenden sein, wenn er seine Karriere beendet und wird wahrscheinlich auch für den Rest seiner Karriere dort spielen. Platz Nummer 8 habe ich Greuther Fürth. Ich Jo, denke, es wird besser. mal wieder ein richtiger Tipp. Endlich müsste jetzt der dritte sein, wenn ich mich jetzt nicht komplett versehe. Ja, Osnabrück habe ich richtig, Magdeburg und Greuther Fürth fühlt sich dadurch ja nicht komplett scheiße an. Also ich glaube, manche anderen Fußball-YouTuber oder Fußball-Instagrammer, wenn man das so sagen kann, haben schlechter getippt bisher als ich. Also St. Pauli und Kiel, das waren natürlich katastrophale Tipps. Oder ja, zum Beispiel Hansa Rostock so hoch zu tippen. Aber Greuther Fürth, mal wieder ein richtiger Tipp. Werden als letzte Saison wurden sie Elfter, diese Saison. Zu Greuther Fürth habe ich sogar ein Einzelvideo hochgeladen. Kann man sich nochmal anschauen. Bekam ein bisschen wenig Aufmerksamkeit, weil es wahrscheinlich viele nicht so interessiert hat. Aber das Video gefiel mir sehr gut von mir selber. Ja. Denke ich, sie werden auf Platz 8 landen. Sie konnten bisher noch mit Rigota ihren Top-Stürmer behalten. Er konnte in der letzten Saison 17 Scorer-Punkte sammeln. Und sie setzen jetzt mehr auf Talente, wonach es aussieht. Sie haben 3 Talente ausgeliehen: Jonas Urbig und Tim Lemperle, beide kamen von Köln. Und dann noch Robert Wagner, er ist 19 Jahre alt und wurde vom SC Freiburg ausgeliehen. Und der 20-jährige Shalanulu wurde von Schalke 04 verpflichtet für 150.000. Dafür ging auch ein. Ja, also das mit den Talenten hat sehr gut funktioniert bei Greuther Fürth und auch Benjamin Rogota konnte wieder super Leistungen abliefern. 33 Spiele, 11 Tore, 6 Vorlagen. Super funktioniert. Und auch mit den Talenten hat einfach überragend funktioniert. Erst recht ein Jonas Urbig hat sehr, sehr gut performt. Spieler Tobias Raschel ist gewechselt für 500.000 zu Kaiserslautern. Christi Jansen ist ablösefrei gegangen. Duciak und Griesbeck sind auch ablösefrei gegangen. Und ich denke, es wird klappen, dass Greuther Fürth mehr auf Talente setzen wird. Und ein Das hat es. Alexander Zorniger wird damit umgehen können. Also Platz 8 für Greuther Fürth. Fortuna Düsseldorf habe ich auf Platz Nummer 7 getroffen. Ich habe schon ein bisschen erwartet. Also es ist jetzt noch im Rahmen, würde ich sagen. Aber ja, ist schon ziemlich scheiße. Also die drei Aussteiger oder besser gesagt mit Fortuna Düsseldorf Platz Nummer 3, der in die Relegation geht, habe ich ziemlich reingeschissen. Also das macht die Top 5 jetzt sehr, sehr interessant. Aber ja, ist glaube ich okay. Und ich denke, meine Begründung wird gleich auch relativ okay sein. Und naja, egal, weiter geht's. Tippt. Letzte Saison konnten sie zwar Vierter werden, sie werden auch wieder um den Ausstieg mitspielen, Und wären aber Dritter. aufsteigen werden sie auf jeden Fall nicht und auf Platz 7 landen, einfach aus dem. Oh, das tut nochmal weh. Und wären sie auf jeden Fall nicht. Wie kann man so etwas nur sagen? Also man muss wie ich aufpassen, was man bei diesen Prognosen sagt. Das, nee, naja, egal. Einfachen Grund, sie haben ihren absoluten Topscorer verloren mit David Kuchnacki. Ja, und Kufnacki oder Kufnacki, naja, egal. So, tut mir leid an alle Fortuna oder Bremen-Fans. Ja, er hat, glaube ich, 22 Spiele in Bremen gemacht und kam auf keinen einzigen Scorer. Das weiß ich eigentlich aus dem Kopf.
Aber das kann ich auch nochmal schnell nachgucken. Es müssten in 22 Spielen kein einziger Scorer gewesen sein und vielleicht zwei, drei Stammspieler, wenn ich mich nicht versehe. So, gucken wir mal ganz schnell rein. Und wir sehen 22 Spiele, 9% Startelfquote und keinen einzigen Scorer. Also, ja, hat bei Werder Bremen bisher nicht funktioniert. Rein spielerisch gefällt er einen an sich, würde ich sagen, trotzdem sehr gut und könnte noch mehr leisten. Ich würde an seiner Stelle in Bremen noch bleiben. Ablösefrei zu Werder Bremen gewechselt und konnte 14 Tore erzielen in der letzten Saison und auch noch 10 Tore vorbereiten. Heißt 24 Scorerpunkte in der letzten zweiten Bundesliga-Saison. Mit Apelkamp konnte man bisher noch den zweiten Topscorer behalten. 6 Tore, 10 Vorlagen, 16 Scorer. Das ist sehr, sehr gut. Bisher fehlt aber noch ein neuer Starstürmer, der... Okay, ich check. Also ich verstehe auch meine Prediction. Ich denke, ich hätte es auch noch ein bisschen anders gerankt, wenn zu dem Zeitpunkt schon Solic zum Fortuna Düsseldorf gewechselt wäre, der erst nach meiner Prediction dorthin gewechselt ist. Ich glaube, ich habe es ein, zwei Tage vorm Deadline-Day vielleicht aufgenommen und dann am Deadline-Day oder so kam Solic, der in dieser Saison auf 22 Tore kam. Ja, also ein überragender Stürmer, ist ja mit den anderen beiden Spielern, worüber ich gleich bestimmt noch rede, Torschützenkönig geworden. Und ist der Starspieler, den ich sogar hier meinte, der noch fehlt. Also finde ich alles doch berechtigt, was ich hier gesagt habe, tatsächlich. Naki ersetzt. Und ob da noch einer kommen wird, muss man abwarten. Bisher ist da nur ein neuer Stürmer von Freiburg 2 ablösefrei hinzugekommen. Kommen wir in eine interessantere Phase, wo ich den SC Paderborn 07 auf Platz Nummer 6 getippt. Finde ich, kann man auch absolut zustimmen. Sie wurden jetzt im Endeffekt, Siebter. Ich habe sie auf Platz Nummer 6. Absolut berechtigte Prognose. Max Kruse da im Sturm schon mal zu sehen, ist sehr, sehr traurig. Ich glaube, er hat 5 Spiele gemacht und dabei konnte er ein Tor vorbereiten. Ja, gut. Das ist ziemlich scheiße von mir, aber Max Kruse werde ich gleich nochmal was, glaube ich, zu sagen in diesem Video, aber wir haben das Thema schon mal abgehakt, darüber will ich nicht mehr reden. Naja, ich glaube, jeder hat da mehr erwartet. Sie konnten mit Max Kruse einen absoluten Starspieler verpflichten. Schade. Wo man abwarten muss, was er bringen kann für den SC Paderborn. Okay, wo man abwarten muss, was er bringen kann. Sie haben mit Ron Schallenberg und Jusvan zwei sehr, sehr wichtige Spieler verloren, die man jetzt nicht direkt ersetzen konnte. Mit Maximilian Rohr kam ein neuer Innenverteidiger noch hinzu und zum Beispiel Kind Zombie kam noch ablösefrei von Sandhausen. Auch noch weitere Spieler, aber das sind so die drei interessantesten Spieler, die neu hinzukamen und die zwei interessantesten Abgänge. Man konnte seinen absoluten Topscorer noch halten mit Muslia, der 20 Scorerpunkte erzielen konnte letzte Saison, genau 10 Tore und 10 Vorlagen. Und somit denke ich, Platz 7, Platz 6 für den SC Paderborn geht auf jeden Fall klar. Auf Platz Nummer 5 habe ich den ersten FC. Naja, sie haben, glaube ich, die Saison davor um den Aufstieg mitgespielt, wurden jetzt 13. Das ist schon eine ziemlich schlechte Prediction. Ja, Terence Boyd spielt inzwischen auch bei Waldhof Mannheim, bei der Konkurrenz, wenn man so will. Gerne mal die Kaiserslautern-Fans die Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ich bin jetzt mal auf meine Begründung gespannt und dann abwarten. Lude spielt ja auch nicht mehr bei Kaiserslautern, bei Kaiserslautern, so. Der spielt jetzt ja auch beim VfL Bochum, wo er tatsächlich die Relegation jetzt Stamm spielen wird, weil Riemann irgendwie nicht spielen darf, dadurch, dass er wohl irgendwie Stress hatte mit der Chefetage, irgendwie sowas. Naja, weiter geht's. Kaiserslautern, ich denke, sie werden eine lange Zeit lang um den Aufstieg mitspielen. Das konnten sie ja letzte Saison auch. Dann wurde es aber im Endeffekt nur Platz Nummer 9. Sie kommen mit Terence Boyd, ihren Topstürmer behalten. Auf 16 Scorer kam er in der letzten Saison. Und mit Andreas Suter hat man auch einen absoluten Top-Torwart. Ja, genau. Und beide Spieler, die ich hier am meisten anpreise für Kaiserslautern, spielen beide nicht mehr im Verein und sind beides so, Spieler. Lude, zweiter Torwart gewesen jetzt beim VfL Bochum und Terence Boyd in die dritte Liga gewechselt zu Waldhof Mannheim. Und man konnte sich auch noch ordentlich verstärken mit Ragnar Ache, der für 1 Million von Eintracht Frankfurt kam. Tobias Raschel kam für 500.000 von Kräuter Fürth. Und Jan Elvedi kam für die Innenverteidigung ablösefrei von Jan Regensburg. Und so richtig schlimme Abgänge hat man jetzt auch nicht erlebt, bisher zumindest. Und somit Platz. Also ich bin ganz ehrlich, es klang auch schon sehr vielversprechend mit den ganzen Transfers und der gesamte Kader sah sehr stimmig aus, fand ich zumindest. Ich bin mal gespannt, wie andere ihre Predictions gemacht haben, werde ich mir ein bisschen zu anschauen nach dem Video hier. Und auch ein Ragnar Ache kam in 26 Spielen auf 16 Tore und eine Vorlage, also er konnte absolut überzeugen, das nochmal zu der Thematik. Für Kaiserslautern.
Jetzt kommen wir schon zu der wahrscheinlich größten Überraschung in diesem Video. Hertha BSC habe ich nur auf Platz Nummer... Ja, habe ich nur auf Platz Nummer 4. Hättest sie mal noch ein bisschen weiter runtergepackt. Sie wurden 9. Naja, und dass ich sage, eine Überraschung, ja gut. Aber ich habe es halt so erwartet, dass es so endet wie bei Werder Bremen oder Schalke 04 damals. Und wenn ich gerade Schalke sage, fällt mir auf, dass ich Schalke noch nicht bisher getippt habe. Ja, naja, wir schauen weiter. 4. Sie mussten bisher schon einige Abgänge hinnehmen, konnten aber auch einige gute Transfers machen, mit zum Beispiel ein Reese, der einer der Topscorer der zweiten Bundesliga war in der letzten Saison. Der ist absolut eingeschlagen bei Hertha BSC. Aber es werden auch noch einige Spieler mehr wechseln, die jetzt noch in dieser AF sind. Ein Luke Bakio wird höchstwahrscheinlich noch wechseln. Ein Suat Serdar wird höchstwahrscheinlich noch wechseln. Ein Christensen wird höchstwahrscheinlich noch wechseln. Ein Schwolloff ist erst letztens ab. So, also Fabian Reese kam in 31 Spielen auf 9 Tore und 14 Vorlagen, also absolut überragend, wie schon gesagt, er ist absolut eingeschlagen und natürlich hat man, glaube ich, nach dem Video oder davor schon, und ich habe ihn hier nicht richtig genannt oder nenne ihn gleich noch Tabakovic verpflichtet, der auch auf 22 Tore kam und damit auch Top-Torschützenkönig wurde bei der Hertha und absolut überzeugen konnte und einer der 3 Top-Torschützen ist. Also die beiden waren auf jeden Fall die Starspieler. Wir sind bei zur Union Berlin gegangen und ein Gersbeck hatte da jetzt auch schon einen Skandal. Also es geht ja jetzt schon bei Hertha BSC los, dass ein Riesenumbruch ansteht zum einen und dann auch schon die Skandale gehen ja auch schon los, was sehr, sehr negativ sein kann, ja, auf einen Verein, absolut, und sich sehr negativ auswirken kann. Und somit denke ich, dass bei Hertha BSC so unorganisiert sein wird in dieser Saison, dass sie nur auf Platz Nummer 4 landen werden. Platz Nummer 9. Auf Platz Nummer 3 habe ich Hannover. Ja, gut. Finde ich noch in Ordnung. Also, ja, wegen Halstenberg und sowas, da war ich ein bisschen gehypt wegen diesen ganzen Transfers. Damals vor jetzt 9 Monaten. Und Hannover 96 wurde jetzt im Endeffekt 6. Mit 6 Punkten ab schon auf Platz Nummer 3. Aber ich finde, der Tipp geht noch absolut in Ordnung. 96. Nachdem sie letzte Saison nur auf Platz Nummer 10 gelandet sind, denke ich, sie werden diese Saison auf jeden Fall um den Aufstieg mitspielen und haben auch sehr, sehr gute Chancen darauf aufzusteigen und werden auf Platz Nummer 3 landen. Sie mussten keine schlimmen Abgänge hinnehmen und konnten sich trotzdem ordentlich verstärken. Ein schlimmer Abgang könnte noch höchstwahrscheinlich passieren. Derek Köhn steht kurz vor... Genau, und er ist nach Galatasaray gewechselt. Ja, gut. Aber dafür hat man sich auch mit Eze einen guten Spieler neu dazugeholt. Im Abgang. Und dafür wurde aber auch schon der Ersatz geholt mit Eze von Wien Wiesbaden für 800.000. Dann wurde Marcel Halstenberg für gerade mal 700.000 von RB Leipzig geholt. Er war letzte Saison noch absoluter Stammspieler bei einem Champions-League-Verein mit RB Leipzig. Und das ist ein absoluter Top-Transfer. Er hat ja früher in der Jugend von Hannover 96 gespielt und auch für die A-Mannschaft. Und das ist ein Sensation. Ja, und Hannover-Fans, bitte mal in die Kommentare schreiben. Ich würde sogar sagen, Halstenberg war euer bester Spieler in dieser Saison. Defensiv einfach überragend gewesen und kam in 32 Zweitligaspielen sogar auf 5 Tore und 6 Vorlagen als Innenverteidiger. Natürlich auch immer in Ecken und sowas mit vorne gewesen dabei. Aber ich würde schon sagen, dass das euer bester Spieler war in dieser Saison, oder? Comeback genauso wie bei Lars Stindl, der zum Karlsruher SC zurückgegangen ist. Und Hannover 96 hat damit so gute Transfers gemacht, dass sie auf jeden Fall um den Aufstieg mitspielen. Ja, ich verstehe meine Begründung, aber Topscorer mit Cedric Teuchert konnten sie ja auch noch behalten. 18 Scorer in der letzten zweiten Bundesliga-Saison. Ja, somit Hannover 96 auf Platz Nummer 3. Jetzt kommen wir zu meinen beiden direkten Aufstiegsplätzen. Sportverein. Sie konnten einfach ihren Kader perfekt zusammenhalten und alle wichtigen Spieler behalten. Ja. Trotzdem noch den Kader enorm verstärken mit zum Beispiel Emmanuel Perret und mit weiteren Spielern, die enorm stark sind für den Hamburger Sport. Also Platz Nummer 2 habe ich irgendwie nicht gesehen. Keine Ahnung, kann ich jetzt so nichts zu sagen. Also hat wahrscheinlich irgendwie unter den Erwartungen von der Welt gespielt. Und ja, unser Platz Nummer 1 hier ist halt, das ist irgendwie, ich weiß nicht, wie ich darauf überhaupt kam, den HSV auf Platz Nummer 1 zu tippen, obwohl man eigentlich jedes Jahr ja gefühlt sagen könnte, die wären Erster und dann wären sie meist Vierter, so auch in diesem Jahr, also brauche ich da nicht mehr viel zu sagen. Verein. Und man konnte die wichtigsten Spieler halten. Ein Robert Glatzel kam in der letzten Saison auf 26 Scorerpunkte. Ja,
Das kam er die Saison, glaube ich, auch. Also er konnte auf jeden Fall 22 Tore schießen und wurde einer der drei Torschützenkönige. Über die anderen habe ich jetzt ja auch schon was gesagt. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass er auch wieder über 26 Scorer kam. Ja, 7 Vorlagen noch, 29 Scorerpunkte in 32 Spielen. Absoluter Starspieler vom HSV. Auch ein Ludewig Reis konnte absolut performen und andere Spieler, aber trotzdem wurde halt nur Vierter. Ihn konnte man zum Beispiel halten. Ein Reis, wo alle gedacht haben, er wird auf jeden Fall weg. Und um das Thema HSV jetzt ein bisschen auch abzuschließen, ja, würde ich sagen, man braucht dazu nicht mehr jetzt unbedingt sagen, als das, was gesagt wurde. So, der HSV wird jetzt wahrscheinlich viele Spieler verlieren noch, denke ich. Ich denke, ein Robert Latze wird wechseln, ein Ludewig Reis wird wechseln, ein Heuer Fernandes wird wechseln. Bei einem Rest wäre ich mir unsicher. Ein Benisch könnte ich mir noch vorstellen, dass er wechselt. So, also es wird beim HSV jetzt, glaube ich, einen kleinen Umbruch geben, weil viele Spieler denken sich jetzt, glaube ich, erst recht, zum Beispiel ein Robert Latze, ich will jetzt zum Ende meiner Karriere nochmal was Krasses haben und jetzt auch noch ein Tim Walter weg und ein Robert Latze könnte locker Bundesliga spielen, auch wieder beim Verein wie FC Augsburg zum Beispiel. Ist nur ein Beispiel jetzt, passt immer ziemlich gut. Also muss man abwarten, was jetzt passiert. Ich bin sehr gespannt beim HSV, was im Sommer, was in dieser Transferphase jetzt passieren wird. Denn er hat absolutes Bundesliga-Gewicht, der Hamburger Sport der Saison und Top-Talent. Als Top-Torschütze habe ich natürlich Robert Latze. Ja, gut. Top-Torschütze, richtig getippt, damit wir das auch eben abhaken, kam auf 22 Treffer in dieser Saison und wurde mit zwei anderen beiden Torschützenkönig, trotzdem wurde er Torschützenkönig. War auch bei Simon Terodde zum Beispiel überlegen, aber letzten Endes... Ja gut, Simon Terodde, ja, war in dieser Saison halt einfach nichts mehr, aber das ist auch absolut okay. Eine Legende beendet seine Karriere, wahrscheinlich die größte Zweitliga-Legende und... So gut, dass ich Robert Latze als Torschützenkönig getippt habe. Das habe ich mich dann für Robert Latze entschieden, ja. Weil ich mir nicht mehr so sicher bin, ob Simon Terodde noch so abgezockt ist ganz wie genau. Ein Robert Latze, der letzte Saison super jetzt nicht so überragend war und inzwischen auch schon 35 Jahre alt ist. Ganz genau. Als Topscorer habe ich dann Lars Stindl, da war auch noch ein Ja gut, das war jetzt nix im Endeffekt, aber das ist auch okay, es müsste... das tut mir gerade wirklich ein bisschen leid. Ich weiß gerade nicht, wer Topscorer geworden ist. Wir machen erstmal weiter. Ich gucke das eben nach. Auch von Hannover 96 stark in meiner Überlegung drin, da er einfach eine überragende Vorbereitung bisher spielt. Aber ich denke tatsächlich, Lars Stindl wird Topscorer werden, einfach da er letzte Saison in der Bundesliga noch enorm stark war als Scorer. Und somit wird er in der zweiten Liga in dieser Saison überragend sein als Scorer. Das Top-Talent habe ich dann, Keke Top. Da brechen wir nochmal so, zweite Bundesliga Topscorer, das will ich jetzt ganz schnell nachgucken. Es tut mir auch gerade leid, dass ich das nicht so wusste. Und ich konnte es mir tatsächlich schon denken, es ist Robert Latze zusammen mit Zolic. Die beiden auch Torschützenkönige. Das war irgendwie ein bisschen erwartbar. Danach Marcel Hartl und Lars Stindl war ein bisschen falscher Guess. Aber ja gut, ist halt so. Ist noch nicht mal in der Top 20 drin. Aber du, das ist halt so. Hat jetzt seine Karriere beendet. Aber ja, ich glaube, man kann es verstehen. Aber war ein bisschen daneben halt. Also war ziemlich falsch. Zolic und Latze, passt. Ja, einfach in der Jugend bei Schalke 04 absolut. So, Top-Talent habe ich Keke Top. Ja, war ein bisschen schlecht jetzt. Also Keke Top, gar nicht so kacke. Er hat jetzt viel gespielt, aber da hätte man Asan Etraogo oder Can Uzun zum Beispiel nennen müssen. Ich habe Keke Top jetzt genannt. Er spielt immer mehr bei Schalke und wird wahrscheinlich auch nächste Saison der absolute Stammstürmer sein. Außer Schalke verpflichtet dann noch extrem was. Aber ich denke, Schalke wird auch weiter mit einem Doppelsturm spielen. Keke Top dann auf jeden Fall einer der beiden Stammstürmer sein wird, der jetzt erst recht zum Ende in der Saison stark aufgebaut hat. Erzeugend ist, auch schon sein Bundesliga-Debüt machen konnte. Ja. In der zweiten Liga kam er auch schon zum Einsatz. Ich denke, Keke Top wird bei Schalke 04 im Sturm auf einige Minuten kommen. Natürlich ist jetzt schwer zu sagen, ab wann er zu einem Top-Talent wurde bei Schalke 04 in dieser Saison oder zum Rookie der Saison, besser gesagt der zweiten Bundesliga. Ja, so, und er kam jetzt auf 32% Startelfquote, war erst recht in der Rückrunde, hat er extrem viel gespielt und konnte in 25 Zweitligaspielen 5 Tore erzielen, 2 Vorlagen. Also auf jeden Fall nicht das krasseste Talent gewesen, aber es war auf jeden Fall keine sehr schlechte Prognose. Ich würde sagen, wenn er 5 Tore macht und dann noch 2-3 Vorlagen, und das wird er auf jeden Fall erreichen. Wow. Wenn er noch 5 Tore macht, er hat 5 Tore geschossen und noch 2-3 Vorlagen, er hat 2 Vorlagen noch gemacht.
Also das habe ich auf jeden Fall richtig gesagt. Und wahrscheinlich habe ich das auch extra so gesagt, weil bei Keke Top hätte vielleicht keiner noch nicht mal das erwartet. Und das war ja richtig. Also kann man jetzt drüber streiten, weil an sich geht es ja darum, wer wird das Top-Talent. Das waren Asan Etraogo und Chan Usun. Und da nochmal Chan Usun um Welten über Asan Etraogo. Aber ja, war schon sehr, sehr gut. Erst recht damit, dass ich die Scorer nochmal angesagt habe. Dann als Überraschung der Saison habe ich Hannover 96. Einfach, ja, da ich denke, dass sie so gute Transfers gemacht haben, keine wichtigen Abgänge und an sich schon ein... Ja gut, das war es jetzt nicht. Also es war jetzt keine Überraschung der Saison. Die Überraschung der Saison war vielleicht Holstein Kiel. Ja, Holstein Kiel, St. Pauli. Ja, Holstein Kiel, St. Pauli. Wenn man will, könnte man noch Elversberg sagen, aber eher weniger. Ich würde, glaube ich, Holstein Kiel sagen. Sehr, sehr guten Kader hatten. Und ich denke, wenn man von Platz Nummer 10 auf Platz Nummer 3 geht, ist das auf jeden Fall aber eine Überraschung. Aber von Platz Nummer 10 auf Platz Nummer 6 ist auch absolut in Ordnung. Möglich. Hannover 96 sehen wir vielleicht nächste Saison wieder in der Bundesliga. Leider nicht, wäre aber sehr schön gewesen. Dann kommen wir noch zu guter Letzt, zu meiner Enttäuschung der Saison. Und da habe ich nicht den SC Paderborn, sondern Max Kruse aufgeschrieben. Ah, Enttäuschung der Saison. Wow. Ja, das bitte, das klippen, ladet es hoch. Das ist super. Ich glaube, davon werdet ihr später auch noch einen kleinen Short sehen, weil das ist super. Ich dachte erst, ich sage jetzt der größte Überraschungsspieler oder irgendwie sowas. Ich wusste nämlich nicht mehr, was für Kategorien ich hier drin habe. Aber das geht absolut klar. Die Enttäuschung der Saison Max Kruse, das finde ich, ist der richtigste getippte Guess, den ihr bei jedem YouTuber, auch wenn ich nur ein kleiner bin, aber trotzdem sehen werdet. Das ist ein überragender Tipp. Also, wenn ihr das Video bis hierhin hingesehen habt, schreibt auf jeden Fall hin, Max Kruse. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr das Video bis hierhin geguckt habt, was, glaube ich, auch schon 20 Minuten lang ist. In der Vergangenheit sah ich ihn sogar als underrated an, erst recht in seiner Zeit bei Werder Bremen, absolut, wo er auch Kapitän war das eine Jahr. Und klar, bei Union Berlin war er schon etwas underrated noch. Ja. Auch in der Nationalmannschaft hätte er viel, viel öfter spielen sollen. Klar, aber er auch ein schwieriger Typ. Er hat in der Vergangenheit ganz früher mal gespielt und dann gab es 2014 ja diesen Skandal kurz vor der Weltmeisterschaft. Aber das ist ein anderes Thema. Dann ist er zum VfL Wolfsburg von Union Berlin gewechselt und da hat es gar nicht mehr geklappt. Er kam nicht mehr richtig zum Anfang schon noch ein bisschen, aber dann nach schneller Zeit schon nicht mehr, schon gar nicht mehr. Und seitdem war er jetzt ein halbes Jahr vereinslos und jetzt muss er beim SC Paderborn erstmal wieder in die Spur kommen. Das wird auch klappen, aber er wird nicht über 10 Scoring. Ja gut, er wird nicht über 10 Scorer hinauskommen, er hat 1 Scorer gemacht, er kam gar nicht in die Spur. Nach 5 Spielen hat man, glaube ich, den Vertrag schon aufgelöst, dann war er jetzt über ein halbes Jahr, glaube ich, vereinslos. Hat jetzt beim Amateursclub unterschrieben, also die Enttäuschung der Saison, absolut richtig getippt, was ich danach gesagt habe. Bisschen Quatsch, also klingt so, als hätte er halt gespielt, er hat gar nicht gespielt, aber gut, das kann man auch nicht erwarten. Trotzdem, der Tipp von mir, absolut gut. Hinausgehen. Ich denke, zwischen 5 und 10 Scorern wird er sich befinden, eher ein in Richtung Scorer. 10. Aber das sehe ich dann schon als Enttäuschung an, wenn man überlegt, wo Max Kruse vor ungefähr einem Jahr noch stand. Aber er wird erstmal wieder in die Spur kommen müssen und er ist meine Enttäuschung. Der das Saison hat leider nicht geklappt. Hätte ich gern gesehen. 24 der zweiten Bundesliga. Ja. Und das war dann auch meine zweite Bundesliga-Prognose. Schreibt gerne mal rein, was ihr so denkt von der Prognose oder was ihr denkt, wie die zweite Bundesliga-Saison aussieht. Gut. Also ich glaube, dazu brauche ich dann gar nichts mehr sagen. Wir können ja schnell nochmal in die Kommentare schauen gemeinsam. Das ist vielleicht noch ganz interessant. Hertha wird meiner Meinung nach niemals Vierter. Die werden doch höchstens Achter. Mhm. Also Bambusfreak, sehr, sehr gut gemacht. Vielleicht siehst du auch dieses Video. Also St. Pauli auf den 12 ist ja absolut lost. Liebe Grüße an dich, Erik. Liebe Grüße. Ja, da habe ich mich wahrscheinlich jetzt schon vertippt. Mal abwarten, in einem Jahr schaue ich mir meine Prognose nochmal an und dann blamiere ich mich bestimmt nicht nur einmal. Absolut. Ja. Also, Erik, ich hoffe, du siehst auch dieses Video. Ja, ich hoffe, du siehst es einfach, dann kannst du ein bisschen lachen über mich, weil das war wirklich eine absolut schlechte Prognose. So, aber das wär's dann jetzt von meiner Seite aus. Waren schöne 40 Minuten, also wer sich das angeguckt hat, Respekt, wirklich. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Montagabend oder wann immer auch ihr dieses Video hier seht und wünsche euch noch einen schönen Tag und sagt ciao und bis zum nächsten Mal.